Also auf klein KF lernen, jetzt, zu kommen, ist mit ja Fenja und groß Marina, KF beziehungsweise Fenja erklärt uns. Und X ist die produzierte Menge. Ja, mega. Oder einfach ich habe jetzt mein Mikro kurz stumm geschaltet. Ja, wir haben um 13.30 Uhr angefangen, es ist jetzt 10 nach 2. Also du teilst die gesamten ja, Fixkosten immer die gesamten variablen Kosten durch die Menge teilen. Mittlerweile draußen. Heute hat bei mir der Unterricht um 10.30 Uhr geendet. Die ersten 12 Stunden Mathe. Ich habe, ja, also wie gesagt, keine Ahnung, die fängt dann plötzlich von mit ihren karierten Blättern und unscharfen Zoom- und Bleistiftnotizen an. So ohne Überschrift, ohne irgendwas fängt sie so plötzlich von irgendwo von der Mitte an, keine Ahnung, ja. Da war ein bisschen ja, gelauscht und dann um 9 und 10 bin ich duschen gegangen, bin dann pünktlich zum Ende wiedergekommen, habe mich pünktlich um 9.27 Uhr ausgeklinkt. Genau, dann war 12 Stunden Deutsch. Ja, also beziehungsweise wir hatten 2 Stunden Deutsch gehabt, aber weiter Lektüre besprochen. Ich habe mich 10 Minuten später eingeschaltet, weil ich ein OMETV-Video gedreht habe. Beziehungsweise nicht gedreht, sondern geschnitten habe. Ich habe insgesamt heute 3 Videos geschnitten, einmal das OMETV-Video und 2 Vlogs. Genau, dann kam ich halt, weil ich das Video noch fertig geschnitten habe, ziemlich zu spät, aber erst ging wieder um diese männlichen Schwängerungen, keine Ahnung, liebt mich nicht, habe mich mehr oder weniger ausgeklingt, also habe dann meinen zweiten Vlog geschnitten und ja, dann hatten wir, also wir hatten insgesamt 1 Stunde Deutsch. Wir hatten schon früh ausgemacht, um 10.30 Uhr genau. Danach hatten wir 2 Stunden Englisch gehabt und 1 Stunde GSK. Englisch war das so, dass er gestern gesagt hat, dass es uns eine Aufgabe gibt, die wir bearbeiten sollen. Deswegen war heute kein Online-Unterricht, das kontrollieren wir dann morgen. Und die GSK-Stunde ist ja die vom Deutschlehrer. Da hat er gesagt, dass die halt am Donnerstag ausfällt. War letzten Donnerstag auch der Fall. Ich weiß nicht, ob es für die restlichen Wochen auch so sein wird. Genau. Und dann habe ich ja mit der Finja. Mit der Fänger hatten wir ja überlegt, wie wir das machen mit dem BWR. Wisst ihr, was passiert ist? Mit dem BWR-Unterricht. Und da hatte ich sie gefragt und sie hat gesagt, ja, entweder Donnerstag oder Freitag. Und ja, wir haben heute einfach gesagt, und da die GSK-Stunde eh ausgefallen ist, haben wir gesagt, ja, so 13.30 Uhr. Die Marina hat sich auch eingeschaltet. Beziehungsweise ja, Marina hat heute sie auch nach Hilfe gefragt und hat sie mich gefragt, ob es auch okay ist. Genau, dann haben wir 13.30 Uhr, halbe Stunde, eineinhalb Stunden, das ging voll schnell. Also ich habe vor 13.30 Uhr haben wir noch eine halbe Stunde mit Tanja telefoniert und dann sind wir über Teams nach Teams gewechselt. Und ja, wir haben einfach von vorne angefangen, beziehungsweise Fanny hat alles nochmal von neu angefangen zu erzählen. Ja, Gesamtkostenrechnung, Teilkostenrechnung, Variable, fixe Stückkosten, keine Ahnung. Also, ja, sie hat selber zugegeben, dass der Lehrer nicht gut erklärt. Vor allem an diejenigen, die halt noch nie was mit Wirtschaft am Punkt hatten. Aber ja, jetzt habe ich es besser verstanden. Ich bin Radfahren, mit dem Fahrrad durch den Eis gefahren. Die ist fast umgestürzt, ist dann weiter zu Fuß gegangen und dann ist noch ein Typ, der mit einem anderen gefahren ist, der ist ganz knapp an mir vorbei. Also wirklich ganz knapp. Also der ist so nicht gefallen. Wirklich 2 Zentimeter. Und er hat gelacht. Ja, ich habe ja, wie gesagt, mit der Fenja noch telefoniert, bevor wir in das Teamgespräch eingetreten sind. Und da haben wir ein bisschen so gequatscht. Weil ich habe sie gefragt, so Mittwoch oder Dienstag, keine Ahnung, diese Woche, ob sie halt FaceTime kann. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, mach mal dann vielleicht irgendwie vor Teams oder am Freitag. Und dann habe ich eigentlich gesagt, am Freitag, weil vor Teams war es mir ein bisschen zu knapp, weil sie gesagt hat, sie will noch mit den Eltern essen und dann irgendwie Englisch machen und dann wäre nur eine halbe Stunde. Und keine Ahnung, ich wollte halt schon über meine Probleme reden. Also, keine Ahnung, ich dachte mir so, ist ein bisschen zu knapp. Das ist das Erste. Und das Zweite, so, dann werde ich emotional und dann fangen wir mit BWL an und nee. Ich habe eigentlich gesagt, ja, mach mal am Freitag, aber sie hat dann gesagt, ja, eigentlich kann ich jetzt. Und dann hat sie angerufen. Ich denke jetzt nicht, dass ich morgen dann wieder anrufe. Ja. Vielleicht dann irgendwann mal anders, weil, ja, ich muss ja noch Fachreferat machen und, ja.
nicht, dass ich dann zu emotional war. Ich habe heute übrigens wieder nichts gemacht. Ich habe gedacht, ich mache das irgendwie, weil ich ja nur bis 10.30 Uhr Schule hatte oder so, aber nö. Habe lieber Videos geschnitten und dann BWL gelernt. Ja, das wäre raus gewesen. Ja, genau, was ich sagen wollte, wir haben telefoniert und dann haben wir einfach so ein bisschen uns unterhalten, halt einfach so über allgemeine Themen, wie es uns geht, wie wir klarkommen. Und wir haben halt so auch darüber geredet oder uns unterhalten oder irgendwie halt, ich weiß nicht wer, ob irgendjemand von uns gefragt hat oder so, aber ja, wir haben halt über die Zukunft geredet, halt über die nahe Zukunft, wie es halt weitergeht, also halt über Corona-Ferien, die jetzt praktisch sind, also die Winterferien, und wie es dann halt ja weiter ausschaut. Und sie ist der Meinung, dass wir halt am 15. Februar in die Schule kommen, also dass nicht weiter verlängert wird. Also sie hat es so im Gefühl, aber kann man ja halt nicht wissen, weil jetzt sinken die Zahlen so langsam und wenn das so weitergeht, dann wird wahrscheinlich die Schule nicht weiter geschlossen bleiben. Aber sie denkt, dass, nee, beziehungsweise sie hat nicht gesagt, dass sie denkt, dass sie im 15. anfängt. Sie hat gesagt, dass sie denkt, dass wenn wir wieder in die Schule kommen, egal wann, dass ein Schichtbetrieb eingeführt wird, also dass unsere Klasse geteilt wird. Da war sie sich sicher. Genau. Aber sie hat gesagt, dass ihre Freundin irgendwo, die hat schon, also die fängt am 1. an. Und ich so, hä, wir haben doch bis zum 14. verlängert bekommen. Sie so, ja, nee. Sie hat in den Nachrichten irgendwo gesehen, hat mir einen Screenshot direkt geschickt, dass für die Abschlussklassen und Berufsschüler die Schule wieder ab dem 1. beginnen kann. Und da war für mich die Frage, ja, bezieht sich dieses Können auf den 1., 2. oder auf das, also auf den Schulanfang? Weißt du, was ich meine? Also dadurch, ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall war ich total geschockt und irgendwie so, hä, wir fangen jetzt ab dem 1. Und mein Vater hat gesagt, ja, er kommt nicht vor dem 15. in die Schule. Und sie so, ja, aber das ist ja nur der Lockdown. Und uns wurde auch, also uns hat noch keiner irgendwie aufgeklärt, sondern die Lehrer sagen, ja, wir wissen nur so viel, wie ihr wisst. Und irgendwie noch bevor der Konferenz haben die gesagt, ja, es sieht so aus, dass ihr halt bis Mitte Februar zu Hause bleibt, wenn nicht sogar den ganzen Februar und wenn nicht sogar noch länger. Aber da hat uns noch keiner mitgeteilt, wie lang. Also irgendwie war ich mir sicher, dass wir bis zum 15. zu Hause bleiben werden. Vor allem, weil jetzt auch die Abschlussprüfungen um 3,5 Wochen verschoben wurden. Und ja, deswegen bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir jetzt bis Mitte Februar drin bleiben oder halt direkt zum 1. Weil zum 1., das war ja von vornherein so. Also, beziehungsweise halt, ja, also nach dem ersten Lockdown jetzt für dieses Jahr, nachdem halt die Winterferien verlängert wurden, war ja klar, dass man am 1. wiederkommt. Das war ja also schon vorher so. Also, ja, keine Ahnung, aber ach so, okay, jetzt verstehe ich, ja. Beziehungsweise, das verstehe ich. Also, für alle Schüler gilt praktisch, dass bis zum 14. keine Schule ist. Aber für Abschlussklassen eben, dass die ab dem 1. kommen können, weil da standen eben Berufsschüler und Abschlussklassen. Oh, Leute. Oh. Ja, weil ich habe auch Fenja so gefragt, ja, wie kommst du halt so klar? Und sie so, ja, hat natürlich schon seine Nachteile, aber auch natürlich Vorteile. Und sie so, ja, ich mache auch schon mal nichts und so und chill am Handy oder mache irgendwas anderes. Aber ist natürlich gechillt, da muss nicht hinfahren, muss nicht zurückfahren und man spart sich so viel Zeit. Und ja, wir wachen alle kurz vor dem Online-Unterricht auf. Jetzt kommt mein Vater, glaube ich, zum Essen rufen. Ja, ich habe mir überlegt, dass ich einfach morgen sind die ersten 2 Stunden Mathe, da ich halt eh nichts mitbekommen habe und morgen auch nichts verstehen werde, dass ich da an meinem Fachreferat arbeite, dass ich das nebenher laufen lasse und dann halt Fachreferat mache. Genau, dann 1 Stunde Deutsch, 1 Stunde Englisch und was noch? Was haben wir dann? Ja, dann ist 2 Stunden IBS und Spanisch, da kann ich eigentlich auch nicht mitmachen, beziehungsweise, also müsste ich nicht mitmachen. Ja, Deutsch, Englisch eigentlich auch nicht unbedingt, weil Deutsch diese Lektüre in Englisch
habe ich die Hausaufgabe nicht gemacht, dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr machen, außer ich kann dann spontan irgendwie eine Antwort geben. Und genau, dann ist Pause, 2 Stunden IBS. Ja, wir haben letztes Mal ein neues Thema angefangen. Das hatte ich schon letztes Jahr. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich es auch nebenher laufen. Sie hat die Note vorgestern gesagt. Genau. Zweistellig bin ich auf jeden Fall. Und ja, Spanisch, diese eine Stunde. Ja. Ja, genau, die Fenja, die hat ja auch. Die hat auch Fachreferat und sie macht in Chemie, glaube ich. Und die Lehrerin hat halt nie so einen festen Termin gesagt, sondern immer, die hatten immer 2 im Blick. Und da hat die Fanny jetzt nach dem späteren Termin gefragt. Genau, der ist Anfang Februar, nee, ja, Ende Januar. Also die hat jetzt auch nur noch eine Woche oder so und sie hat auch nicht angefangen. Aber sie hat schon gesagt, ja, du musst jetzt machen so und alles durchmachen, weil, ja, bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich habe jetzt nochmal den Screenshot angeschaut, den Fanny mir geschickt hat, und da steht, dass die Abiturklassen und berufliche Klassen, berufliche Schulen schon am 1. Februar anfangen können. Und dann denken wir so, ja, was für Abiturabschlussklassen? Es gibt ja auch Leute, die machen Hauptschule und Realschulabschluss und keine Ahnung, so. Hä? Ja, wahrscheinlich, weil es bei uns schwieriger ist und wir dann uns mehr auf die Schule konzentrieren müssen. Und es steht da, dass eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt wurde. Und das war auch das Thema, wo wir darüber uns unterhalten haben, also halt kurz angesprochen haben, dass sie gemeint hat, dass dann wahrscheinlich in der Schule auch die Maskenpflicht der FFP2-Maske gelten wird, weil bis jetzt stand eigentlich, glaube ich, nichts davon, dass es in der Schule getragen muss. Da steht, glaube ich, in Geschäften, wartet mal kurz, wir haben mal nachgelesen, also Abiturabschlussklassen und berufliche Abschlussklassen. Denk mal so, was ist mit allen anderen, die halt Hauptschule, Realschule, Sonderschule gehen. Keine Ahnung, wo man noch Abschluss machen kann. Grundschule. Genau, und dass die Maskenpflicht in Geschäften, Physiotherapeuten, Ärzten, öffentlichen Verkehrsmitteln eingeführt wurde. Und auch nur ab 15 Jahren. Und von der Schule steht halt nichts. Keine Ahnung. Vielleicht darf man in der Schule weiterhin mit normaler Maske gehen. Also halt nicht normaler, also halt nicht mit der FFP2-Maske. Mal gucken, aber ja, keine Ahnung, man kann es halt nicht wissen, aber das ist halt gerade so das Thema. Beziehungsweise, ja, Corona halt begleitet uns alle. Und ja, haben halt kurz angesprochen, wie wir denken, wie es weitergeht. Aber ich weiß nicht, also einerseits finde ich, ja, ich weiß nicht, also die Teilung wäre schon cool, sag ich mal so. Aber auch nur, wenn man dann mit Leuten zusammenkommt, die man auch cool findet. Ich weiß auch nicht, nach was die das entscheiden. Ob die halt durch die Hälfte teilen, so nach alphabetischer Ordnung oder irgendwie anders. Aber wenn man dann mit lauter Leuten zusammen ist, die man nicht mag, ist halt auch kacke, ne? Ja. Mal gucken.